Ey, der Deutsche? Ja. Du bist doch die, bist du dieser YouTuber? Ja, da bin ich. Ich feier deine Videos. Ey, danke dir, Bro. Danke dir. Moin Leute, Alman am Start wieder hier. Und heute habe ich mal die brandneue Graph für euch gespielt. Das ist ein neues Sturmgewehr, Alter. Gleich zeige ich euch das Klassensetup und dazu werde ich euch außerdem noch ein bisschen was über die Waffe erzählen, wie ich sie so finde und wie zurzeit so meine Experience in dem Game war. Also freut euch auf jeden Fall. Danach werdet ihr wissen, ob ihr die Waffe auch probieren solltet oder vielleicht auch nicht. Dann meine Almaner, ab mit dem Video. So Leute, da sind wir auch, Alter. Hier. Das kranke Graph-Gameplay, Alter. Die Waffe ohne Mist. Ich finde, die fühlt sich richtig, richtig krank an. Also ich habe selten eine Waffe gespielt, wo ich direkt gesagt habe, oh, was geht denn da ab, Alter? Jetzt abgesehen mal von den letzten beiden Meta-Waffen, die ins Game gekommen sind, die Tech-9 und die EM2. Aber das Teil, finde ich, fühlt sich übelzig an. Also no joke. Die Feuerrate ist richtig hoch. Der Schaden ist gut. Ich glaube, genau wie bei der LC-10. Ich weiß gar nicht, ob die Waffe eine höhere Feuerrate hat als die LC-10. Ich glaube, die sollte ungefähr gleich sein. Aber die Waffe ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, richtig geil. Ist halt die Galil aus Black Ops 1, beziehungsweise in Black Ops 3 gab es die, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob sie in Black Ops 4 später noch dazu kam. Aber Black Ops 1, da war die Waffe übel geil. Da habe ich die so gerne gespielt, wenn ich das Game gezockt habe. Ich sage euch jetzt auch gleich die Aufsätze, die ich darauf gespielt habe. Und zwar habe ich den Monolith-Schalldämpfer gespielt, damit ich nicht beim Schießen auf der Karte gesehen werde von den Gegnern. Der verringert außerdem noch euren vertikalen Rückstoß. Dann habe ich den Ranger-Lauf gespielt. Der gibt euch nämlich extra Projektilbeschleunigung. Das ist auch ganz wichtig. Hier seht ihr, Alter, wie ich die Gegner wegmache. Holy shit. Dann habe ich auf jeden Fall den SFOD-Tempo-Griff, den letzten Griff gespielt. Der gibt euch nämlich extra Sprint-Tempo. Damit rennt ihr schneller über die Map und dazu habt ihr noch weniger horizontalen Rückstoß. Das ist auch extrem geil. Das letzte Magazin habe ich auch gezockt. Das gibt euch 45 Schuss und eine sehr schnelle Nachladezeit. Und dann die Luftelastikumwicklung, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer, Alter. Damit ich dropshotten kann, das ist extrem wichtig für mich. Ich muss mit einer Waffe dropshotten können, sonst. Ja, finde ich es nicht geil. Sonst finde ich es echt nicht geil. Also das Ding zocken. Dazu habt ihr noch extra 30% ZV-Zieldauer mit der Luftelastikumwicklung. Spielt das unbedingt auf so gut wie jeder Waffe. Dann seid ihr auf jeden Fall Gucci, meine Allmänner, Alter. So, hier kommen wir hier zum Gameplay, Alter. Ihr seht, ich rasiere hier gerade. Das war auch eins der seltenen, eines der wenigen Gameplays heute, wo ich rasiert habe. Ich habe wirklich die ganze Zeit versucht zu zocken, ohne Mist. Ich glaube, die haben wirklich, jetzt, weil Vanguard bald rauskommt, das Reverse Boosten genervt. Ich glaube, dem ist wirklich genervt. Ihr bekommt jetzt nicht mehr so schlechte Gegner. Ich habe irgendwie drei Runden hintereinander, wo ich heute angefangen habe, Reverse Boost Lobbys zu zocken. Ich habe davor noch ein bisschen mich eingespielt gegen Non-Reverse Boosted Lobbys, also SPMM Lobbys. Da ist mir aufgefallen, what the fuck, hier sind entweder auch nur selbst Reverse Booster drin oder die Typen, die ich habe, die haben irgendwie die 100er Prezi. Ich kam nicht drauf klar. Man muss auch dazu sagen, ich war nicht eingespielt irgendwie und mein Aim war komplett trash. Ich weiß nicht, was heute mit mir los war, aber ohne Mist, ich glaube wirklich, dass man ja, dass man jetzt nicht mehr so gut wie Reverse boosten kann. Alter, ich kann hier schon gar nicht mehr reden. Ich verspreche mich ja andauernd, Alter, fast Montana Black. Nee, aber no joke, das finde ich richtig, richtig, richtig weird, Alter. Also, das war jetzt, ich habe vielleicht 4 Stunden gezockt. Dann habe ich das Gameplay hier erspielt. Ich habe heute direkt nach der Arbeit 16 Uhr angefangen zu zocken. Oh, der hätte mich fast geneist, hat er das gesehen. Ich habe heute angefangen zu zocken. Jetzt haben wir es gerade 19:42 Uhr. Also nicht ganz 4 Stunden, aber ihr glaubt mir nicht, wie ich heute an dem Game zerbrochen bin, Alter. Das ist no joke. Also auf jeden Fall zockt die Waffe mal. Ich werde euch gleich sagen, ihr werdet trotzdem noch an Leuten, die Tech-9 spielen und EM2 zerbrechen. Aber die Waffe hat so einen übelsten Fun-Factor. Das kann man irgendwie nicht überbieten. Das macht so Spaß, dieses Iron Sight, das Iron Sight allein schon. Ich kann wieder nicht reden. Das erinnert mich so an die Galil, beziehungsweise es ist ja genau dasselbe wie bei der Galil aus Black Ops 1. Die haben an dem Iron Sight, glaube ich, nichts geändert. Und dazu einfach dieser Sound halt, egal ob mit oder ohne Schalldämpfer, einfach nur göttlich. Der fährt doch kaum Rückstoß, also ist relativ easy zu handeln, auch für Leute, die nicht so krass in dem Game sind. Probiert die Waffe aus, kann ich euch noch ans Herz legen. Und die Aufsätze habe ich ja gesagt. Kopiert die Waffe mal so. Vielleicht könnt ihr es auch im Hochspielen schon mal so ein bisschen ans Herz gewinnen, sage ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall. Was ging heute so bei mir ab, Alter? Ich habe gestern versucht, die Waffe schon hochzuleveln, habe es einigermaßen geschafft, sie zu leveln. Und ich bin gestern auch schon irgendwie einfach nur zerbrochen. Ich habe so lange gezockt, weil ich musste noch den Battle Pass hochspielen. Und dann irgendwann ging es einfach nicht mehr. Da habe ich gedacht, ja gut, dann nehme ich heute weiter auf. Hab's gemacht und jetzt habe ich es endlich geschafft, Leute. Ja, heute von Arbeit gekommen, 15 Uhr Schluss gehabt. Direkt nach Hause gecruised, noch schnell was gegessen, Alter. Extra heute das Training ausfallen lassen. Nur für euch meine Alberne. By the way, noch so ein kleiner Funfact am Rande. Ich habe hier gerade so einen Dyson-Ventilator bei mir in der Bude stehen, weil ich ja meine Staubmilbenallergie habe. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das letzte Video mit der Shotgun. Checkt das mal hier oben ab. Extrem geil. Ey, checkt das wirklich ab. Das ist eine Double Nuke. Die Shotgun ist so OP. Guckt euch das wirklich an. Auf jeden Fall habe ich jetzt so einen Dyson, damit diese der Staub aus der Luft rausgefiltert wird. Der hat nämlich eine Filterfunktion. Und ja, dann ist meine Allergie auf jeden Fall nicht mehr so schlimm und ich kann einigermaßen durchatmen. Man hat nicht die ganze Zeit Schnupfen und so. Also das ist so ein richtiger Lifesaver. Das Ding hat aber 600 gekostet, Alter. Holy shit, Junge. Das ist nicht mehr feierlich, Bro. Das ist echt nicht mehr feierlich. Das Gameplay, ihr seht, ich mache Rack hier noch ein paar Kills ab. Allzu lange wird es jetzt nicht mehr gehen. Ja, richtig, richtig krank. Hier, den König mit der Zimtext. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ja, da hat den Typen halt nicht gehört. Und dann hier. Ui, schöner Triple. Schöner Triple. An der Stelle mal. Ja. Was geht ab? Was geht ab? Jetzt, ja. Also. Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr eine Hausstaubmilbenallergie habt wie ich und dann holt euch so einen Dyson. Das ist eine übelste Investition, aber am Ende kann endlich wieder einigermaßen atmen. Noch nicht ganz. Hört zu, wie es klingt, wenn ich atme. Das ist, wenn ich ganz normal durch die Nase atme, aber ja. So, meine Almaner, checkt hier drüben das Video jetzt ab mit der neuen Shotgun. Ohne Mist, die Waffe ist so krank. Ihr fasst nicht, was ich mit den Gegnern gemacht habe. Ey, eine Double Nuke auf der neuen Map. Unnormal krank, wirklich. Dann hoffe ich, wie immer, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. X der Deutsche ist raus. Peace.